Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ja, so, weiter geht's. So, das sieht nach einer Falle aus, wo man durchaus auch mal sterben könnte. Das haben wir bravourös gemeistert. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist hier in der... Ah, da unten, okay, alles klar. Das war ein bisschen knapp, glaube ich. Prüfen. Hier ist ein Hebel. Hebel betätigen, ja. Kann ich nochmal betätigen? Ach, vorher waren es drei, es sind nur noch zwei. Das ist nämlich gerade so ein bisschen Super Mario. Ich weiß nicht warum. Das ist auch von der Grafik fast dasselbe. Ah, ich wollte noch sagen, habe ich im letzten Part vergessen, da dieses diese Höhle, das hat mich saumäßig an Soul Reaver oder Blood Omen erinnert. Warum auch immer. Keine Ahnung. Würde ich nur euch mal so wissen lassen. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. I know. Nehmen, was können wir nehmen? Königliche Insignie. Prüfen. Ende von Kapitel 4.2. Gut, das haben wir noch im letzten Part machen können. Trefferquote 58%, das ist natürlich Hanebüchen. Das ist echt schwach. Warum haben wir so schlechte Treffer? Achso, ja. Mit den fliegenden Kackviechern. Okay. Okidoki. Ich habe gerade Haferflocken gefrühstückt. Jetzt muss ich husten. So, ich will mal ganz kurz etwas machen. Und zwar, da wir ja die ganzen blauen Augen gesammelt haben. Aber im Verhältnis haben wir recht wenig rote Augen. So, Schatzkönigliche Insignie. Kombinieren. So. Kombinieren. Krone der Familie Salazar. Komplette Krone mit allen Juwelen und Insignien. Sehr schön. Ein Anhänger mit dem Motiv. Gut, die kann ich verkaufen. Die sind. Da habe ich mich vertan. So. Untersuchen. Eine Lampe mit allen Augen in den Kerben. Saugeil, ey. Das ist echt geil. So, bei den Kronkorken sieht es auch sehr gut aus. Ach, ein Händler. Richtig gut. Also, Scharfschützengewehr und die Striker können wir aufdingsen. Aufmotzen. Gut, wie ich schon sagte, TMP war totaler Kappes, dass ich die nachgeladen habe. Ja. Gut, den Minenwerfer können wir theoretisch auch, aber das muss ich mir sehr, 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 sehr gut überlegen, ob ich das tun möchte. Oh, da hängt was. Brief von Ada. Wenn ein La Plaga, ich dachte, das heißt Lasplager, dachte ich. Nee. Wenn ein La Plaga geschlüpft ist, ist es fast unmöglich, ihn aus dem Körper zu entfernen. Vorher kann man ihn jedoch neutralisieren. Im Notfall kann man ihn auch operativ entfernen, bevor er adultes Stadium erreicht hat. Aber das ist nicht leicht. Das Risiko, die Operation nicht zu überleben, ist hoch. Soweit ich weiß, wurde dem Mädchen vor dir ein Ei injiziert. Ihre Zeit läuft. Du solltest dich aufs Schlimmste gefasst machen. Und ein Kuss. Ein Kussmund. Hallo. Na, alles fit im... Ne? Welcome. Hm, okay. Neue Angebote, ich sehe schon. Some rare things on... What are you buying? So, erstmal verkaufen. What are you selling? So, erstmal wie die Großen hier das ganze Zeug verscherbeln. Was? Was? Ich hab grad was gel... Ach, ja, ich... Nee, ich bin doof. Ich hab... Alles gut, alles gut. Ich hab nichts gesagt. So. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Jetzt können wir auch theoretisch die ganzen Augen verkaufen. Ich will nochmal abwarten, ob wir nicht doch noch eine Lampe sammeln. Was ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht weiß. Auf jeden Fall haben wir hiermit auch nochmal ein bisschen... Boah, 25.000 eigentlich. Wow. Okay, also Cola weg zum Scheißen. So, Pistole, Punisher, Gewehr, Schrotgewehr.
Raketenwerfer könnte ich theoretisch kaufen, aber wie gesagt, die Szene mit den, oder die Stelle mit den beiden L-Gigante, die modifizierten Versionen, die haben wir ja gut gemeistert. What are you buying? So, Blacktail. Kapazität würde Sinn machen. Broken Butterfly. Striker auf jeden Fall. Is that okay? Das ist so unsere Is that okay? fast schon Standardwaffe. Thank you. What are you buying? Standardwaffe. Sturmgewehr natürlich. Is that okay? Thank you. Is that okay? Thank you. Ja. ja. Aber wie gesagt, das ja, war ein bisschen doof. Aber die werden wir schon noch leer kriegen, keine Sorge. Leute. Ist eigentlich Kappes, oder? Die ist einfach nicht relevant, diese Waffe. Das weiß ich nicht. Die braucht man einfach nicht. Broken Butterfly, Blacktail, genau. Is that okay? Thank you. 8 Schuss, ja, komm. Is that okay? What are you buying? So, und Broken Butterfly zum 17. Mal jetzt. Dann werde ich jetzt nämlich die Feuerkraft erhöhen. What are you selling? Das heißt, wir brauchen knapp 4000. Boah, ich habe so viel Pistolenmunition, das ist. Gut, Gewehrmunition haben wir einiges verballert jetzt. Aber hat sich. Ja, gut, allein gegen die L-Gigante, das war so viel. Minenwerfer. Ja, ich schieße noch leer, aber dann ist auch gut, also. Er ist jetzt, wie gesagt, nicht so. So wichtig. What are you buying? So, Brown Butterfly. Zack. Thank you. Ja. Come back. Anytime, mach ich. Ja, für das, was jetzt noch kommt demnächst, kann man den Minenwerfer nochmal gebrauchen, die beiden Schuss. Kann man auch Munition sammeln dafür? Ich weiß es gar nicht. Oder kann man die nur kaufen? Ich weiß echt nicht. Oh ey, die Haferflocken machen wir zu schaffen. Oh. Ein Turm. Ich muss mal kurz. Oh, mir muss schon. Ah, mir fällt gerade ein, hier war doch ein. Na, Hammer, gesammelt. Schatz. Ach, logisch, es war ja das. Ja, ja, es war ja das Juwel. Genau. So, jetzt war ich drauf, habe ich nicht richtig geguckt. Wo ist denn der nächste? Da, okay. Okay. Kann ich mich anschleichen? Ach, da ist auch noch einer. Das Anschleichen nicht so funktioniert, wie ich das mir erhofft habe. Aber dass es nicht geht, wissen wir mittlerweile schon. Ist ja nichts. Wow. Neues. Also die Blacktail haut ganz schön rein. Die hat ein bisschen mehr Wumms als die TMP. Muss man mal so offen ansprechen. Ist hier was drin? Nee, sind ein paar Möbelstücke. Nee, oder? Ich hab gerade doch die Frage gestellt. Oh, Freunde. Was soll ich nur tun? Ich meine, ich kann es ja direkt nachladen, das Ding. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach komm, ich hab's keinen Bock zurückzugehen. 20 Schuss da, scheiß auf der Hund drauf. Wir haben echt mehr als genug Munition. So. Hä? Kam ich von da? Ah, tatsächlich. Das hat mich jetzt durcheinander gebracht, die Minenmunition. Oh.
Ja, das wäre ein nettes Tänzchen, was wir jetzt hier aufführen. Oh! Genau! Ich weiß, ob das denselben Effekt hat. Na gut. Der Minenwerfer, der ist einfach scheiße. Ich hätte eine Granate nehmen sollen, das hätte mehr gebracht. Ja, ich verkaufe die Minenwerfer. Der ist einfach nicht gut. Braucht ihr hier eine Granate? Ha! Lächerlich. Hast du gedacht, hä? Oh oh. Hab lange nicht mehr gesehen, ne? So. Da die ja so reinhaut mittlerweile, diese Waffe. Muss man natürlich auch mal treffen. Das wäre ein Anfang. Ach, Kinders. Ich treffe einfach nicht, ne? So. Ja, gut, dann laden wir nochmal den Minenwerfer nach. Damit ihr es auch gesehen habt. So. Sehr, sehr spektakulär. Also, wie gesagt, ich hätte eine Granate nehmen können, aber... Ja. War okay. So. Gut, hier ist ein Brunnen. Blindgranate. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Ich meine, im Endeffekt bringt die Blindgranate mir fast schon mehr als der Minenwerfer eigentlich. Klingt zwar ein bisschen komisch, ist aber so. Ich kann mich so schlecht von Sachen trennen, merkt ihr es? Wobei, ich weiß nicht, wie das ist bei einem... Bei dem Minenwerfer, wenn man jetzt einen härteren Gegner hat. Zum Beispiel so die Hunde oder so. Da ist das vielleicht schon... Na, die ist aber so langsam. Ich verkaufe den jetzt. Ja, ich gehe ihn jetzt verkaufen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Seinen Kristall. Ich ganz schnell zurück. Ich glaube, ich esse nie wieder Haferflocken, wenn ich ein Let's Play aufnehme. Hätte ich auch die 3 Schuss separat verkaufen können. Also egal. Es sind vielleicht 1000 Peseten, was das ausmacht. Und Geld habe ich, denke ich, genug. Hallo. So. What are you selling? Dann. Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Thank you. Is that? Is that? So. What are you buying? Ah, ich habe die Piss. Ach nee, die Kamera, schade. 20.000, könnte ich die Ladegeschwindigkeit nochmal erhöhen. Mache ich auch. What are you selling? Ja, das wüsstest du wohl gern, hä? Das wüsstest du wohl gern. Is that all? So. What are you buying? Is that all? Aber die Ladegeschwindigkeit, das kann während einem Bosskampf nicht wirklich schaden. Habt ihr ja vorhin schon festgestellt, gegen den, was heißt vorhin, vor ein paar Parts, gegen den, die rechte Hand vom Salazar. So, jetzt können wir nicht weitergehen. Verrichteter Dinge. Wollen wir noch die Blendgranate auflesen?
Müssen wir sie halt nur finden erst. Ah, da. Gut. Alles klärchen. Da ist nichts mehr. Prüfen, sie ist verschlossen. Hier steht, gib dem Löwen die Opfergabe. Würde ich ja gerne machen. So. Überspringen. Zack. 800. Ja. Und herunter. Ich glaube, hier ist auch nichts Schatziges, ne? Das war erst in dem runden... Ah, gut, dass ich geschaut habe. Da ist nämlich gleich ein Schatz. Hier steht, weit oben ruht die Gabe für den Löwen. Okay, dann müsste der Schatz jetzt da sein. Nee, da ist er nicht. Ah, ich weiß jetzt nicht, weil es ist nämlich so jetzt. Aber ich wollte zoomen. Was ist denn das hier für ein... Welchem Bereich ist das? Ist der Schatz denn jetzt da in diesem Rechteck hier oder? Ich schätze mal, im Rechteck wird er sein. Weil hier sehe ich jetzt nichts Schatziges. Ehrlich gesagt. Dann ist es im anderen Bereich. So, Freunde. Das will ich überhaupt nicht sparen. Ah, das lasse ich erstmal. Wartet mal. Mir fällt nämlich gerade was ein. Na, ein Fuchs, hä? Aber ihr habt gesehen, dass... Ah, ja, hier. Da ist er. Ja, aber da ich ja das Dings, also die Kohle haben will, kill ich ihn auf normalem Wege. Gut. Wollen wir gar nicht mehr lang rummachen hier. So. Oh, hi. Du warst aber jetzt ganz schön schnell. Ich hoffe, das weißt du. Das wäre... Oh, oh. Das wäre los. Okay. Ich muss hinter mich gucken. Wo ist denn der Typ? Kommt der Oktopus von da oben raus? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich weiß, wo der Schatz ist, genau. Unter uns ist nämlich eine Kammer, habe ich jetzt gerade festgestellt, weil der Typ jetzt da von da kommt. Ups. Ach, Kinders. Das muss doch alles nicht sein. Also mal gucken, nicht, dass doch von rechts der Doktoris kommt. Ah, okay. Du hältst Zepter.
So, ich gehe mal stark davon aus, dass das ist der Schatz. Ja, okay. Gut. Ich habe irgendwie Probleme heute zu labern, ich weiß auch nicht. So, kann ich hier rum oder trete ich dann in die... Ja, hab ich mir gedacht. Also, zack, zack. Zack. Ist hier noch irgendwas Schönes? Okay, das habe ich... Ich hätte es mir denken können. Ich hätte es mir denken können, habe ich aber nicht. Okay. Ah, seht ihr? So, du Witzbold. Duplex! Okay, halt nicht. Dann nur ein Kick. So, hinter mir kommt gleich der Flammenspucker-Typ. Oh oh. Kettensäge beunruhigt mich so ein bisschen, muss ich sagen. Prüfen. Sie ist verschlossen. Hier muss so ein Schlüssel sein. Wo der wohl ist? Wir können ja mal den Kettensägen-Dude fragen, ob der zufällig weiß, oder beziehungsweise ob er den Schlüssel irgendwo gesehen hat. Vielleicht ganz zufällig. So, wir können jetzt hier oben reinklettern. Dann stehen wir direkt vor dem. Wir werden quasi in die Kettensäge reinlaufen. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Aus diesem Grund... Hi. Aber nicht. Ich weiß, ob von hinten welche kommen jetzt. Ich glaube nicht, ne. Hallo. Na, das bricht aus der Fassung, ne? Na komm, hast recht. Hast ja recht. Hast ja recht, mal wieder. Tja, ist selber schuld, wenn man so lange liegen bleibt. So. Das hört so an, als wenn noch mehr Typen wären. Dann wäre das nämlich auch ganz schön. Oh, da ist er! Pisst euch. So. Hallo. Brumm, 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 brumm. Warum kommt da einer, warum ist einer hinter mir, was soll das? Eck. Hallo. Okay, die haben eine Menge. Aber ins Bein. Ja, ich mehr viel Munition, also... Ja, das sind natürlich einfach nur gelogen. Nein, vier Schuss in der Waffe, wollte ich sagen. Also bitte, bitte Obacht! So. Kensing-Typ, bist du tot? Ja, bist tot. Du auch. Du sowieso. Du auch. Ach, Leute, so ein enger Raum hier. Was macht ihr denn? Danke. So. Nochmal weitere 10.000 Schlüssel haben wir auch eingesammelt. Sehr fein. Ja. Leicht demolierte Tür. So. Oh, ich muss den Part beenden.
So. Sieht gut aus. Kommt jetzt das, was ich... Ja, es kommt das, was ich denke. Alles klar. Gut, dann werde ich noch bis dahin weiterspielen. Dann werde ich den Part beenden. Okay, dann beende ich jetzt den Part.